Lektion 20. Leasing, direkt versus indirekt, Operate versus Finance, Voll versus Teilamortisation. In der heutigen Lektion widmen wir uns den unterschiedlichen Formen des Leasings, welches eine spezielle Form der Fremdfinanzierung darstellt. Hierbei gilt es zum einen zwischen dem direkten und dem indirekten sowie zwischen dem kurzfristigen Operate und dem langfristigen Finance Leasing zu unterscheiden. Zunächst beginnen wir mit der Begrifflichkeit des Leasings. Der Wortursprung des Leasings liegt im englischen Ausdruck to lease, welches für Mieten bzw. Pachten steht. Leasing ist eine vertragliche Vereinbarung, durch die der Leasinggeber dem Leasingnehmer Wirtschaftsgüter, sogenannte Leasingobjekte, gegen Zahlung eines Entgelts, eine sogenannte Leasingrate, zur Nutzung überlässt. Rechtlich gelten Leasingverträge als Sonderform von Mietverträgen. Sie enthalten aber auch wesentliche Elemente von Pachtverträgen, beispielsweise die Fruchterzielung. Trotz dieser besonderen Art des Mietverhältnisses kann Leasing aus wirtschaftlicher Sicht als Alternative zum Kreditkauf und damit als Finanzierungsform mit folgenden Merkmalen angesehen werden. Leasing hat somit einen Kreditcharakter. Analog zu einem Kreditgeber ermöglicht der Leasinggeber einem Unternehmen Wirtschaftsgüter beispielsweise aus dem Fuhrpark im Unternehmen einzusetzen, ohne dass dafür eigene Mittel im Rahmen einer Eigenfinanzierung eingesetzt werden müssen. Die Leasingraten führen wie beim Kredit zu laufenden Belastungen während der Nutzungszeit des Leasinggutes. Zu einem vertraglich vereinbarten Zeitpunkt muss das Leasingobjekt an den Leasinggeber zurückgegeben oder zum Restwert gekauft werden. Nachdem wir das Grundsätzliche zu dem Leasingbegriff nun erklärt haben, widmen wir uns in dem nächsten Schritt der Unterscheidung in direktes versus indirektes Leasing. Hierzu betrachten wir die Beziehungen zwischen den Beteiligten beim indirekten Leasing, um im nächsten Schritt das direkte Leasing davon abzugrenzen. Der Leasinggeber, sprich die Leasinggesellschaft, handelt den Kaufpreis für das Leasingobjekt mit dem Hersteller, sprich dem Verkäufer, aus. Es wird zwischen beiden ein Kaufvertrag geschlossen. Der Leasinggeber, sprich die Leasinggesellschaft, schließt mit dem Leasingnehmer einen sogenannten Leasingvertrag ab. Der Leasingnehmer verpflichtet sich im Gegenzug, monatliche Leasingraten an die Leasinggesellschaft zu entrichten. Der Hersteller liefert das Leasingobjekt, sprich das Fahrzeug, an den Leasingnehmer. Zur Refinanzierung des Kaufs schließt die Leasinggesellschaft mit ihrer Bank einen Kreditvertrag ab. Dies ist der grundsätzliche Ablauf des indirekten Leasings. Merke, beim direkten Leasing ist der Hersteller auch der Leasinggeber. Das heißt also, dass beim direkten Leasing im Unterschied zum indirekten Leasing keine externe Firma notwendig ist. In der folgenden Grafik finden Sie einen Überblick zu den einzelnen Leasingarten. Leasing ist gemäß § 535 fortfolgende BGB eine Form des Mietvertrags, welcher in unterschiedlichen Formen abgeschlossen werden kann. Die Leasingarten lassen sich nach unterschiedlichen Kriterien differenzieren. Zum einen kann Leasing nach dem Leasinggeber, indirektes oder auch OEM-Leasing genannt, und indirektes Leasing unterschieden werden. Als weiteres Klassifizierungskriterium kann die Laufzeit bzw. die Vertragspflichten herangezogen werden. Nach der Laufzeit bzw. den Vertragspflichten lassen sich folgende beide Leasingformen unterscheiden.
das kurzfristige, auch als Operate Leasing bezeichnet, sowie das mittelfristig bis langfristige Finanzierungsleasing, oftmals auch als Finance Leasing bezeichnet. Eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit der Leasingformen stellt die sogenannte Amortisationszeit dar. Nach der Amortisation lassen sich die folgenden beiden Leasingformen unterscheiden. Zum einen handelt es sich dabei um Leasingverträge, die bei der Leasinggesellschaft lediglich eine Teilamortisation des ursprünglichen Kaufpreises ermöglichen. Somit ist zur vollständigen Amortisation mindestens noch ein weiterer Leasingvertrag über das betreffende Leasingobjekt notwendig. In der Regel handelt es sich dabei um Verträge aus dem Bereich des kurzfristigen Operate Leasing. Somit ist die erste Form die Teilamortisation. Zum anderen gibt es auch eine zweite Form, das ist die Vollamortisation. Hierbei handelt es sich um Leasingverträge, die der Leasinggesellschaft bereits eine Vollamortisation des ursprünglichen Kaufpreises ermöglichen. Somit amortisiert sich hierbei das betreffende Leasingobjekt bereits nach Abschluss des ersten Leasingvertrages. In der Regel handelt es sich hierbei um Verträge aus dem Bereich des mittel- bis langfristigen Finanzierungsleasings. Die letzte Unterscheidungsform liegt im Verbleib des Leasingobjekts nach Ablauf der Leasingzeit. Hierbei können drei Formen unterschieden werden. Zum einen gibt es Leasingverträge ohne Option. Eine Rückgabe des Leasingobjekts ist hierbei die Regel. Zum anderen gibt es Leasingverträge mit einer Verlängerungsoption. Hierbei kann ein Anschlussvertrag über das gleiche Leasingobjekt jedoch zu deutlich günstigeren Konditionen abgeschlossen werden. Als dritte Variante gibt es schließlich Leasingverträge mit einer Kaufoption bezüglich des Leasingobjekts. Somit haben Sie auf der vorliegenden Übersicht eine umfassende Übersicht zu den üblichen Leasingarten und deren Unterformen erhalten. Eine vertiefende Betrachtung zu den einzelnen Leasingarten und deren Unterformen ist Gegenstand der nun folgenden Übersichten.